Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. 25 Hallo. Jahre Gewaltschutzgesetz in Österreich, ein Thema von vielen, das derzeit Alma Zadic, die Justizministerin, beschäftigt. Und ich freue mich jetzt, Sie per Zuschaltung begrüßen zu können. Hallo, Frau Justizminister. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir zu diesem wichtigen Thema sprechen können. Genau, fangen wir an. 25 Jahre Gewaltschutzgesetz. Was ist da weitergegangen und was gehört da eigentlich noch verbessert? Vor 25 Jahren wurde das Gewaltschutzgesetz, wie Sie richtig gesagt haben, eingeführt. Und das hat regelrecht einen gesellschaftlichen Wandel bewirkt. Früher war es ja so, dass das Problem Gewalt gegen Frauen oftmals ein privates Problem der Frauen war und den Täter war das vollkommen egal. Und das hat sich seitdem geändert. Heute ist das unvorstellbar. Wir wissen, dass wir das gesamtgesellschaftlich angehen müssen. Wir Politikerinnen und Politiker haben einen Auftrag, um tatsächlich Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Wir haben einen Auftrag, um diese eskalierenden Frauenmorde, diese schrecklichen Frauenmorde gegen Frauen und Mädchen zu verhindern. Und daher gibt es ganz viele Maßnahmen, die wir auch in den letzten 2 Jahren gesetzt haben, um hier entgegenzuwirken. Die Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft, zwischen der Polizei, aber auch den Opferschutzeinrichtungen haben wir verbessert und müssen wir auch kontinuierlich verbessern, denn seitdem ich im Amt bin, weiß ich, dass das die wichtigste Schraube ist, an der wir drehen müssen. Diese Zusammenarbeit, die Opferschutzeinrichtungen, wenn sie eine von Gewalt betroffene Frau haben, müssen ganz genau wissen, zur Polizei auch berichten gehen und die Polizei muss dann ganz genau wissen, was es braucht, um auch die Staatsanwaltschaften einzuschalten. Also dieses Dreierspiel zwischen den Opferschutzeinrichtungen, Gewaltschutzeinrichtungen, aber auch der Polizei und der Staatsanwaltschaft ist von immenser Bedeutung, wenn wir hier die Gewalt gegen Frauen verhindern wollen. Aber passiert da wirklich genug? Weil es gibt viele Frauen, die sagen, sie fühlen sich dann am Ende doch alleingelassen gegen eben Gewalt in der Familie. Und wir haben leider im vergangenen Jahr so viele Frauenmorde wie noch nie gesehen. Also Morde gegen Frauen, die im familiären Umfeld fast immer stattgefunden haben. Muss man da nicht doch noch mehr machen? Man muss viel mehr machen. Also es gibt so viele Schrauben, an denen wir tagtäglich drehen müssen. Ich bin deswegen in einem regelmäßigen Austausch mit Opferschutzeinrichtungen, weil die mir auch immer wieder sagen, da braucht es eine Veränderung, dort braucht es eine Veränderung. Ich bin in einem sehr guten Austausch mit der Frauenministerin und mit dem Innenminister, um hier auch an verschiedenen Schrauben zu drehen. Eine wichtige Maßnahme, die finde ich auch gerade den von Gewalt betroffenen Frauen immer wieder sehr gut helfen kann, ist die juristische und psychosoziale Prozessbegleitung. Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, und das möchte ich hier noch einmal sagen, können Prozessbegleitung in Anspruch nehmen. Dadurch haben sie juristische Unterstützung beim Gericht und psychosoziale Unterstützung. Das ist auch bei kleineren Gewaltdelikten oder Gewalt und Hass im Netz, da kann man juristische Prozessbegleitung und psychosoziale Prozessbegleitung in Anspruch nehmen, um sich schon frühzeitig gegen potenzielle Täter, gegen Gewalttäter zu wehren. Ich möchte Sie noch zum Thema auch Ukraine-Krieg befragen. Sie sind ja Justizministerin. Sie wissen, da geht es permanent auch um mutmaßliche Kriegsverbrechen seitens der russischen Armee oder ihren Söldnern. Wie geht da die EU vor? Also es sind schreckliche Bilder, die uns aus der Ukraine erreichen. Sie erinnern sich an Butscha und viele andere Orte, wo Kriegsverbrechen stattgefunden haben. Das sind schreckliche Bilder, die uns auch an vergangene Kriege erinnern. Und eins ist klar, das, was es jetzt dringend braucht, ist, dass wir schnell Beweise sichern. Ich bin mit den Justizministern, der deutschsprachigen Justizministern, in sehr engem Austausch, weil es hier jetzt essentiell und wichtig ist, die Menschen, die Kriegsverbrechen gesehen haben, müssen und sollen auch so bald wie möglich diese Beweise quasi sammeln, ihre Aussagen machen. Deswegen haben wir jetzt auch mehrere Initiativen gestartet. Seit kurzem werden jetzt Menschen, die aus der Ukraine zu uns fliehen, auch per SMS informiert, dass sie ihre Aussage bzw. all das, was sie gesehen haben, auch beim Internationalen Strafgerichtshof melden können. Da bin ich auch mit dem Internationalen Strafgerichtshof im Austausch, weil sie jetzt auch Ermittlungen gestartet haben und
jetzt müssen eben Beweise gesammelt werden. Es gibt ganz einen niederschwelligen Zugang, wie Menschen, die Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesehen haben, auch ihre Zeugenaussagen online ganz einfach einmelden können. Und darüber werden alle, die hier nach Österreich kommen, sich registrieren, auch informiert. Und das ist ein wichtiger Schritt, damit wir jetzt rasch gemeinsam alle Beweise sammeln, damit diese schrecklichen Verbrechen, diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit, diese Kriegsverbrechen auch zur Verantwortung gezogen werden. Ein anderes Thema, das Sie natürlich als Justizministerin beschäftigen muss, ist ein bisschen der Vertrauensverlust in die Justiz. Das hat zwar mit einer Zeit zu tun, bevor Sie Justizministerin waren, aber trotzdem diese Chats, die wir immer wieder lesen. Es gab echte Animositäten zwischen einem Sektionschef, den Sie ja mittlerweile schon suspendiert haben, aber trotzdem unter Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es gab auch dort interne Schwierigkeiten, wie wir jetzt kürzlich bei einem Urschuss gesehen haben mit einer ehemaligen Staatsanwältin. Was planen Sie da, um diesen Vertrauensverlust wieder auszugleichen? Also Sie haben es ja schon erwähnt, viele dieser Streitigkeiten und Konflikte, die entstanden sind, waren vor meiner Amtszeit. Und seitdem ich im Amt bin, habe ich mir zum Ziel gesetzt, hier auch tiefgreifende Veränderungen vorzunehmen. Ich habe insbesondere in der Fach- und Dienstaufsicht viel verändert. Wir haben die zuständigen Sektionen geteilt. Es gibt jetzt eine neue Sektionschefin, die für die Staatsanwaltschaften zuständig ist. Wir haben auch diesen Konflikt zwischen der WKSDA und der Oberstaatsanwaltschaft Wien entschärft, indem wir zum einen die Fachaufsicht verlagert haben zu einem Oberstaatsanwalt aus Innsbruck, zum anderen aber auch innerhalb der Oberstaatsanwaltschaft Wien Veränderungen vorgenommen. Und was sich aus dem Untersuchungsausschuss, aus den Aussagen von den Einzelnen höre, ist, dass die Sachen jetzt viel, viel besser funktionieren, viel ruhiger funktionieren. Und das ist wichtig, denn die Arbeit der Staatsanwaltschaft, die Arbeit der Justiz muss in Ruhe und ohne großen Öffentlichkeitswirbel erfolgen. Da hat die ÖVP mitunter eine andere Meinung als Sie. Sie fühlt sich, oder Teile der ÖVP fühlen sich immer wieder verfolgt. Aber das heißt, Sie werden da weiter versuchen, dass unbeschadet ermittelt werden kann. Mein Ziel ist es, dass die Staatsanwaltschaft ruhig und ohne politische Zurufe arbeiten kann. Mein Ziel ist es auch, die Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft auch zu stärken und damit die Staatsanwaltschaft und die Justiz auch in Ruhe arbeiten kann. Und zum Abschluss, es gibt viele Menschen in Österreich, die angesichts all dieser Skandale oder Skandelchen und Chatnachrichten sagen, muss man da nicht mehr machen, muss man da nicht Korruption oder mutmaßliche Korruption schärfer ahnden? Sind Sie der Meinung, dass unsere Gesetze ausreichend sind oder bräuchte es da eine Nachschärfung? Also ich habe zu Beginn meiner Amtszeit auch gerade die aktuellen Korruptionsgesetze geprüft. Wir kennen alle das Ibiza-Video und da haben sich auch viele Strafbarkeitslücken ergeben. Da haben wir im Justizministerium jetzt unter Einbindung von Expertinnen und Experten ein Gesetz ausgearbeitet, das eben gerade das Korruptionsstrafrecht auch nachschärft, um eben die Sachen, die nicht strafbar sind, auch strafbar zu machen. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, Mandatskauf ist in Österreich nicht strafbar. Da weiß ich auch aus Gesprächen mit internationalen Justizministern, dass sie sich das gar nicht vorstellen können, dass es bei uns noch nicht strafbar ist. Also es gibt viele Punkte, die wir hier aufgegriffen haben und nachgeschärft haben. Gut, Frau Ministerin, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es dann mit Frauenministerin Susanne Raab weiter. Bleiben Sie dran.